TV Total Straßenumfrage. Thema heute: Urlaub. Hallo, wir sind zurück aus der Sommerpause und wollten mal fragen, wie der Urlaub so war. Der Urlaub war echt schön, ja. Ja? Was hast du gemacht? Ich bin gereist und habe dabei nebenbei gearbeitet. Du Armer. Ja. Und du? Warst im Urlaub? Ja. Warst du? Ja. Wo denn? Ich war in Ägypten. Aha. Ja. Und wie war's? Es war super. Ist ein sehr schönes Land an sich. Nur kulturell nicht so. Nee. Also. Aber ich habe was Witziges gemacht. Ja? Ich habe ein Video gedreht, da habe ich Fotos mit Ärschen von Frauen gemacht. Und ja. Zeig mal. Hier ist zum Beispiel eins. Instagram. Und was soll das? Das war sozusagen meine Anmache oder das Ansprechen. Verstehe. Und du so? Ich habe da echt eine sehr schöne junge Dame kennengelernt. Das kann ich ja zeigen. Okay, zeig mal. Das ist die Glückliche. Man hat die junge Dame ein Riesenglück. Ja, die hatte echt ein Glück, aber leider konnte ich sie nicht mitnehmen. Habt ihr denn noch Kontakt? Ja, über Skype. Die TV Total Straßenumfrage. Thema heute: Let's Party. Was gehört für dich zu einer Party? Ich würde mal sagen, Drogen, also Lines, Joints rauchen, trinken, Sexen, flirten und tanzen. Also ich bin Entertainer und ja, wie gesagt, tanzen gehört dazu, flirten. Und ja, Drogen nehmen, ne? Okay, siehst du das auch so? Also nee, ich nicht. Und was gehört für dich dazu? Ein bisschen Action, ab und zu vielleicht mal eine Schlägerei, ansonsten. Das gehört dazu? Ja. Du schlägst dich gern? Nee, zugucken ein bisschen. Und habt ihr Partyfotos auf dem Handy? Ich denke schon, ich hab welche, Mann. Zeig mal. Ja. Perverse Partyfotos, da wird rumgeleckt, rumgebumst, das ganze Paket. Aha, habt ihr auch Fotos? Ja, sicher. Zeig. Oh. Ich hab jetzt auf Anhieb nur das hier. Ja, geht so. Das war letzte Nacht am Schwimmbad. Schwimmbad? Wir waren schön gemütlich im Schwimmbad und haben dann im Schwimmbad für 100 Euro jeder Cocktails getrunken. Und dann macht ihr eine Party im Schwimmbad? Das kann man machen. Ja, also nicht direkt im Schwimmbad, wir waren im Saunabereich. Interessant. Gemischte Sauna war das, ne? Wir waren Männlein und Weiblein gemeinsam in einem Pool, konnten sich gegenseitig bestaunen. Und da haben wir uns so ein bisschen betrunken, ne? Habt ihr davon Fotos? Nee, da durften wir ja keine machen. Verstehe. Ja? Was war da denn los? Ja, da waren wir am Geburtstag gewesen. Und dann am Nachhauseweg haben wir dann drei Schafe gefunden. Und hatten mit den Schafen so ein bisschen Fototime. Fototime? Und? Jemand neben einem Schaf aufgewacht? Nee, neben dem Schaf ist jetzt direkt den Abend keiner wach geworden. Aber wir haben auch schon Feten gehabt, wo das passiert ist. Alles klar. Was sagen Sie eigentlich zu Fernsehen für Hunde? Hallo, was sagen Sie eigentlich zu Fernsehen für Hunde? Hatte nicht viel von. Nee? Nee. Warum nicht? Das ist für mich Kinderei, ist das Quatsch. Ist Quatsch für Sie? Wow, im Fernsehen, eine Hundesendung, also verstehe ich nicht ganz. Was glauben Sie denn, was Hunde gerne gucken? Was Hunde gerne gucken? Ja. Die lesen doch immer Zeitung. Die lesen Zeitung? Indem sie überall rumschnüffeln. Wie viel Fernsehen darf denn Ihr Hund gucken? Der darf immer mit mir gucken. Immer mit Ihnen? Ja, ja. Der darf alles sehen. Nur keine Pornos. Keine Pornos? Nein, nein, das habe ich ihm verboten. Der ist schon zu alt dafür. Könnte einen Schock kriegen. Ach so, aber Sie gucken doch wohl keine Pornos. Nee, da habe ich früher zu viel von geguckt. Also, nee, heute auch nicht mehr. Bin ich auch schon zu alt für. Verstehe. Was halten Sie denn von Fernsehen für Hunde? Also ich habe jetzt seit 1977 Dackel und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mal keinen Hund mehr angeschafft. Wie heißt er denn? Das ist der Lukas Podolski zufällig. Ach Gott, den haben Sie doch nicht im Ernst so genannt. Nein, aber ich habe ihn, er heißt normalerweise heißt er Clark und ich habe gesagt, das ist Lukas Podolski. Wie kommen Sie drauf? Ja, weil ich den Lukas Podolski sehr sympathisch finde. Ja, aber der hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit Lukas Podolski. Rasen kann er genauso schnell, Ball spielt er genauso gut. Ehrlich? Ja. Haben Sie mal versucht, in dem FC anzudrehen? Der Poldi geht ja. Ja, vielleicht, wenn ich das Geld dafür kriege, würden wir es sofort machen. Vielleicht ist er ja auch ein Fußballfan. Gucken Sie doch mal mit dem Fußball. Nee, wir gehen lieber raus in den Wald und draußen. Und wie findest du, dass es ein Programm nur für Hunde gibt? Ja, finde ich total innovativ und super, ja. Ja? Finde ich klasse, ja. Hast du selbst einen Hund? Nee. Nee? Mag keine Hunde. Warum nicht? Ich mag Katzen, das verträgt sich nicht. Ach so. Guckt die Katze denn gern Fernsehen? Ja, liebend gerne. Ehrlich? Natürlich, klar. Was guckt die denn so? Sendung mit der Maus.
Na dann, schönen Tag noch. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass die Spitze der geistigen Evolution überschritten ist? Was sagst du dazu? Das fällt mir nicht sein. Nee? Nee. Warum nicht? Hab ich nie was von gehört. Okay, und was sagt ihr dazu? Ist geil. Bitte? Geil. Wieso geil? Wieso nicht? Weißt du, was das bedeutet? Nee. Nee? Naja, es geht bergab, ne? Ja, dann werden wir jetzt alle dumm. Und was sagen Sie dazu, dass die Menschen immer dümmer werden? Dümmer? Oh, ganz schlecht. Ja? Ja, ist nicht so gut. Nee? Nee. Ist Ihnen da schon mal an jemandem aufgefallen? Gibt schon einige, ja. Bei wem denn so? Ja, schon im Freundesbekannteskreis. Das ist ja nett. Und was bedeutet das für die Menschheit? Die sollen mehr in die Schule gehen und für die spätere Zukunft denken. Und zu wenig kiffen. Zu wenig kiffen? Ja. Das ist cool. Und woran merkt ihr, dass die Leute immer dümmer werden? An mir. An ihm. Hauptsächlich an mir. Verstehe. Und an wem ist Ihnen das schon aufgefallen? An uns selber. Cool. Und zählt ihr eher zu den Schlaueren oder zu den Dümmeren? Also ich gehe zu den Schlaueren. Ich auch. Du auch? Ja. Man sagt ja, die Spitze der geistigen Evolution ist erreicht. Was sagst du dazu? Wie Revolution? Die Spitze der geistigen Evolution. Was ist denn Evolution? Das wissen wir leider nicht. Nee? Nein. Und was sagen Sie zu der Verdummung? Da merkt man so zum Beispiel, wenn Umfragen sind im Fernsehen, boah, was antworten die denn, die 18, 19-Jährigen? Aha, testen wir mal. Was ist die Hauptstadt von NRW? Bonn. Da haben wir es ja schon. Nee. Ist er nicht, ne? Nee. Siehst du? Ja, 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 das ist. Und wie tragen Sie sonst noch zur Verdummung bei? Wenn ich mich um nichts interessiere, so. Einfach nur mein Ding so im Tag hineinleben. Ja, ja. Und wozu würdest du sie zählen? Hochintelligent. Hochintelligent? Nein. Kennst du die Hauptstadt von NRW? Berlin. Ja, ja. Das ist hochintelligent. Thema heute, der Musikgeschmack sagt etwas über die Intelligenz des Hörers aus. Und was hörst du? Rihanna, Tiger. Beyoncé? Ja, auch. Oh, das ist ganz schlecht. Wieso? Also, wenn ich euch das sage... Die ist Illuminati, oder? Bitte? Die ist Illuminati. Nee, viel schlimmer. Menschen, die Beyoncé hören, gelten laut einer Studie als besonders... Besonders? Dumm. Wieso das? Das hat so eine Studie ergeben. Und welche Menschen findest du dumm, die welche Musik hören? Heavy Metal. Heavy Metal? Ja, da ist halt wirklich nicht viel Text, ne? Die tun nur ganz den Kopf dabei bewegen und das war's. Also, glaubt ihr, an der Musik erkennt man Dummheit? Ich würde schon so ein bisschen sagen. Also wenn man eher so Rock hört und Punk, glaube ich schon, dass die ein bisschen nicht so gebildet sind, weil die so, weil an der Musik glaube ich schon, dass... das den Kopf so ein bisschen kaputt macht. Und ihr so? Wir waren bei der Helene Fischer. Bei Helene Fischer? Bei der Helene Fischer. Ist man da dumm oder schlau? Romantisch und sensibel und gefühlvoll. Verstehe. Und was hört man eigentlich, wenn man intelligent ist für Musik? Das ist eine gute Frage. Beethoven, Bach. Beethoven, stimmt. Die Studie besagt, die Schlauesten hören Beethoven. Oder im Rock- und Pop-Bereich U2. Und hörst du gern U2? Nee, nicht wirklich. Dann kannst du ja nicht so schlau sein. Nee. Nee? Warum? Weil das ist die Band, die die Schlauen hören. Ach so. Interessant. Ja? Hören Sie U2? Nein. Oh, willkommen im Club. Danke. Und wie ist es so im Club der Dummen? Ich fühle mich ganz wohl. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass die Deutschen immer weniger lesen? Na, was sagen Sie dazu? Die sind bekloppt. Bitte? Die sind bekloppt, weil sie... Warum? Wenn Sie mal lesen, das fördert doch alles. Ja. Ja, also ich bin eine absolute Leseratte. Okay, und Sie sind die Frau? Ich heiße Klusmann-Buhlmann. Klusmann-Buhlmann? Klusmann-Buhlmann. Klusmann-Buhlmann. Ja. Und wie heißt da Ihr Mann? Brehl. Brehl? Ja. Ganz anders? Genau. Der hat im Gegensatz zu mir ganz kurzen Namen. Ach so. So, zurück zum Thema. Was haben Sie zuletzt gelesen? Was? Ja. Was habe ich zuletzt gelesen? Bücher über Kfz zum Beispiel. Aha. Ja. Und jetzt so privat? Gute Frage, nächste Frage. Und was lesen Sie? Ich lese nicht. Aber lesen ist doch toll. Na, weiß ich nicht. Ist mir irgendwie... Na? Ich feiere gerne. Ich gehe lieber feiern. Ich will nicht... Lesen? Wo feiern Sie denn? Meistens zu Hause. Also ich trinke dann viel zu Hause. Und so treffe ich mit meinen Freunden. Aber so... Aber Sie trinken nicht alleine? Doch, auch.
Und damit sind sie aber happy. Ja. Na dann, und was lesen Sie? Ich lese zum Beispiel jetzt ein Buch von Solzhenitsyn, Augenblicke. Ja. Nicht, so ungefähr in der Form, oder von Böll habe ich gelesen. Also ich lese sehr lesenswerte und vor allen Dingen bildende Bücher. Ne? Bildende Bücher, ne? Und was sagen Sie dazu? Zur Zeitung lesen, oder was meinen Sie jetzt? Nee, überhaupt lesen. Ja klar, klar, dafür sind die Zeitungen da, ne? Bücher auch vor allem. Wie bitte? Bücher auch. Ja, ja klar. Also ich bin zwar jetzt nicht so der Leser, aber ab und zu lese ich doch schon mal. Ne? Was lesen Sie zurzeit so? Ja, wie hieß das Buch? Zum Beispiel, ja, ist jetzt Roter Drache. Roter Drache? Ist jetzt nicht, ja, ne, so solche Bücher halt. Oder Hannibal Lecter, ne? Ja. Um Bücher. Du, Schatzi, du bist doch eine Leserin. Ja. Was lesen Sie denn? Die Tränen meiner Seele. Die Tränen meiner Seele. Die Tränen Ihrer Seele. Die Tränen meiner Seele heißt das Buch. Verstehe. Und was sagen Sie dazu? Ja, man muss sagen, die Jugend ist im Eigentlichen heute viel besser, als wenn man sie verurteilen tut. Nicht? Wir waren früher auch nicht besser gewesen. Nicht? Ihr seid super. Habt ihr gehört? Ja, super. Dankeschön. Ne? Ihr seid super. Es gibt nicht mehr so viele, ne? So viele Jugendliche, die noch Anstand haben. Ne? Ja, ja. Mutti hat gut beigebracht. Ne? Danke, Mutti. Alles klar, danke. Ne? Alles klar. Genau. Tschüss. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass die Sonne jetzt endlich da ist? Mein Gott, ich werde das heute genießen. Was machen Sie denn? Ich gehe mit meinem Freund schön spazieren, dann küssen wir uns, Echt? Essen schön Eis. Beim Spazieren küssen? Ja. Weiß er das schon? Das weiß er schon, ja. Freut er sich schon? Doch, er freut sich. Ja. Und was machst du, wenn die Sonne scheint? Warm anziehen. Okay, klingt logisch. Endlich ist die Sonne da, ne? Ja, wieder schick. Bitte? Wird auch Zeit. Okay. Mann, hier noch Winter, ja. Na, dann sind wir ja alle happy. Aber es kommen noch kalte Tage. Nee. Och. Quatsch. Doch. Ja? Wir sind am 15. Mai, haben wir die kalte Sofie, da kann es immer noch kalt werden. Echt? Echt. Thema heute, Nationaler Tag der Umarmung. Hallo. Hallo. Na, was haben Sie denn mit der Kerze vor? Für Party. Ach so. In Köln kann man eine gute Party machen. Heißt das Fernsehen? Ist das live? Ja, ne? Das ist richtig. Ah, ja. Wir feiern den Nationalen Tag der Umarmung. Aha. Tag der Umarmung? Ja. Hab schon nie was gehört. Und was sagen Sie zum Tag der Umarmung? Was macht man da wohl? Umarmen, schätze ich mal. Ja? Wen umarmen Sie? Mein Sohn zum Beispiel, der kommt jetzt da von der Schule. Kommt gleich? Das gucke ich mir mal an. Komm her, einmal umarmen. Schatz, war eben schon die ganze Zeit. Das ist ja toll. Und wie ist das so, die Mama zu umarmen? Gut. Hast du schon mal einen Fremden umarmt? Nein. Warum nicht? Nee, noch nicht. Ja, warum nicht? Hab schon nie versucht. Willst du mal Fremde umarmen? Ja, willst du mal probieren? Na dann. Ich habe eben schon mal. Wie heißt du? Enrico. Enrico? Na dann mal los, Enrico. Entschuldigung, könnt ihr sich jetzt umarmen? Süß. Einmal umarmen, bitte. Und wie ist das so, jemand Fremden zu umarmen? Etwas komischer als wie die Mama. Aha, warum ist das wohl so? Weil man die Leute halt nicht kennt und so alles. Ja? Deswegen fühlt sich das komisch an. Spürst du trotzdem eine gewisse Herzlichkeit und Wärme? Bisschen. Jetzt du wieder? Darf ich sie mal umarmen? Ja, können Sie. Ja, okay. Ja, richtig. Ja, hi. Und wie war's? Oder Kleddy. Ja, war normal, ne? Haben Sie schon mal jemanden Fremden umarmt? Nee, bis jetzt noch nicht, aber ich würde gern machen. Ja, dann haben wir ja genau das Richtige für Sie. Und bitte. Hallo. Hallo. Und Sie umarmen? Was hätte ich gesagt? Eine Umarmung? Ja, wir feiern den Nationalen Tag der Umarmung. Aber wollen Sie mich umarmen? Ja. Oder ich Sie? Ja. Haben Sie schon mal jemanden Fremden umarmt? Ja, ich kann Sie auch umarmen. Oh, das ist aber toll. Ja, ne? Hast du schon mal jemanden Fremden umarmt? Nein. Dann machen wir das jetzt. Doch, haben wir. Also, das machen wir manchmal in Arkaden, so just for fun. Ja? Dann bist du genau der Richtige. Ich habe keine Zeit, ich muss jetzt los. Ja, komm, nur eine Person. Auf, komm. Der Mann da mit der Brille. Ich habe ein Bewerbungsgespräch. Nächstes Mal, Bruder. Nächstes Mal, Bruder. Na, Mann, los, komm. Feigling. So, Tag der Umarmung.